Erwin Sellering soll nichts vorenthalten bleiben. In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber Stern Buchholz begutachtet der Ministerpräsident die frisch eingeweihte Registrierungsstrecke. Im langen Flur absolvieren die Flüchtlinge nacheinander mehrere Stationen. Es soll wie am Fließband laufen. Darauf sind knapp 20 Mitarbeiter und Ehrenamtler stolz. In Gesprächen jenseits der Kamera erzählen sie dem Ministerpräsidenten aber auch von ihren Sorgen und Nöten. Sie spüren, dass in der Bevölkerung die Akzeptanz für Flüchtlinge abnimmt. Und das merkt man auch in Reaktion auf ihre Arbeit. Sie haben mir gesagt, sie müssen sie jetzt rechtfertigen dafür, dass sie sich um Flüchtlinge kümmern. Gleich um die Ecke, ein Ort, den Erwin Sellering bei seinem Besuch nicht zu sehen bekommt. Im ehemaligen Kulturhaus warten die Neuankömmlinge auf die Erfassung ihrer persönlichen Daten. Dafür ist auch Amir Hannah zuständig. Vor einigen Monaten hat der geborene Ägypter seinen Job als Küchenchef in einem Schweriner Nobelhotel gekündigt. Jetzt ist Amir Hannah Mitarbeiter der Malteser in Stern-Buchholz. Er sorgt mit dafür, dass die Erstaufnahmestrecke funktioniert. Die sind verschiedene Nationen, kommen aus Syrien, aus Afghanistan, auch aus Libanon und aus dem Irak. Die werden hier bei uns registriert erstmal und danach werden die zum Landesamt gehen, zur Registrierung. Und nach dem Landesamt werden beim Arzt untersucht und danach gehen zum Bundesamt. Die letzte Notunterkunft in MV ist bereits geräumt. Der Stau der Neuankömmlinge soll laut Landesregierung komplett behoben sein. Täglich kommen noch rund 250 Flüchtlinge ins Land. Sie werden in Horst und Stern-Buchholz aufgenommen und registriert. Insgesamt ca. 19.300 Flüchtlinge haben die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern seit Anfang des Jahres erfasst. Es herrschen geordnete Verhältnisse, meint Sellering, und dies soll auch die Bevölkerung überzeugen. Ich habe schon sehr klar den Eindruck, dass wir da aufpassen müssen hier in Deutschland, dass die große Bereitschaft der Aufnahme für Flüchtlinge, dass das nicht schwindet. Nach meiner Wahrnehmung hängt das sehr stark damit zusammen, ob wir den Eindruck vermitteln können, wir haben ein geordnetes Verfahren, wir haben klare Regeln, nach denen wir handeln und vor allem, dass die Zahl nicht zu groß ist. Wir müssen zu einer deutlichen Verringerung des Zustroms kommen. Im ehemaligen Kulturhaus sieht es nach Kultur nicht aus. Essensreste und Müll werden einfach auf den Boden geworfen. Der Geruch ist schwer zu ertragen. Von Kinderbetreuung keine Spur. Die Menschen sind müde und gereizt. Die Mitarbeiter versichern, die Datenerfassung liefe schnell. Trotzdem dauert es oft Stunden. Die Nerven liegen bei vielen blank. Syria und Irak für den Irak. Okay, Dual Europäer. Sie meinte jetzt gerade, dass Deutschland jetzt gerade so die Tür aufgemacht für die Flüchtlinge. Da kommen natürlich Iraker, Afghaner, Marokkaner, Tunesier, Ägypter, was auch immer, die hierher kommen und sagen, wir sind Syrer. Warum sollen die hier kommen? Einer oder anderen kommt hier natürlich um das Geld. Er kommt hierher, um Geld zu verdienen und dann geht er wieder. Ich als Libaneser, ich habe überhaupt kein Problem mit den Syrern, aber wenn der Syrer über mich so spricht, dann habe ich natürlich irgendwann mal ein Problem. Deswegen wird ja auch so hier auch so ein Problem auch so auftauchen. Wenn du ein Haus hast mit 50 Zimmern und kommen und stehen vor dein Haus, 500 Personen, die wollen und die müssen bei dir schlafen, du weißt auch nicht von links und rechts. Fakt ist, das von den Rechtspopulisten suggerierte Asylchaos in MV ist nicht eingetroffen. Die Landesregierung hat dafür gesorgt. Fakt ist aber auch, die künftige Entwicklung bleibt nur schlecht vorhersehbar. Denn die Lösung für die Flüchtlingskrise ist nur auf europäischer Ebene erreichbar. Obergrenze ist ja nicht möglich. Wir müssen die Außengrenzen der EU müssen wir deutlich besser sichern. Wir müssen dazu kommen, dass wir Kontingente aufnehmen. Es gibt ja ganz viele Bürgerkriegsflüchtlinge. Und da halte ich für wichtig, dass die zivilisierten Staaten sich zusammentun und sagen, da müssen wir helfen. Und dann muss jeder seinen Teil leisten. Und das ist das andere Wort für Kontingente. Flüchtlinge, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, sollen schnell wieder zurück. Für all die anderen hier heißt es, ihre Flucht ist noch lange nicht zu Ende. Im Kulturhaus klammert sich jeder an seine eigene persönliche Hoffnung. Und vielleicht auch deshalb gibt es viel Verständnis für die teilweise widrigen Zustände.
Also er kommt aus Mosul, aus dem Irak, und er konnte dort auch nicht leben, weil durch die Dschihadisten, die dort sind, haben die ihn natürlich bedroht. Entweder du gibst uns Geld oder musst du das Land verlassen. Ansonsten hat er eigentlich sein Auto, seine Wohnung und seinen Job bzw. seine Firma auch so in den Irak gehabt. Also wäre er nicht hier gekommen. Und er ist ja wirklich, er hat ein großes Verständnis für Deutschland, dass sie die Tour aufgemacht haben für die Flüchtlinge. Vielleicht hätte Erwin Sellering diesen Raum auch besuchen sollen. Die Erstaufnahmestrecke beginnt hier. Hier beginnt auch der lange Weg der Integration. Eine Mammutaufgabe, die nur gemeistert werden kann, wenn wir keinen Bogen um die Probleme machen, versteht sich.